Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thea. Es ist immer so lustig, ne, wenn man das so sagt. Im Stream denken sich alle, hä, was erzählt der da? Aber auf YouTube ist das schon sinnvoll. Schon wieder eine Begegnung. Was passiert denn jetzt hier? Ihr betretet ein Waldgebiet. Ja, wir sind ja auch am Holzfällen. Vögel singen, die Bäume wiegen sanft im Wind. Es ist mitten in der Nacht. Tatsächlich ist es ziemlich schön, mitten in der Nacht. Als ihr tiefer eindringt, stellt ihr fest, dass dieser Wald sehr gesund ist. Ihr findet sogar eine Baumschule voller junger Setzlinge. Dieser Fund könnte für das Dorf viel bedeuten. Ihr fragt euch jedoch, wie dieser bestimmte Teil des Waldes so gesund sein kann. Nun ja, was ist denn hier schon einmal? Fällen wir ein paar davon? Ja, wir schauen uns natürlich erstmal um. Ist ja wohl logisch. Ihr haltet inne und lauscht dem Wald, beobachtet seine Bewegungen und seht euch das Gesamtbild an. Es dauert nicht lange und euch beschleicht das Gefühl, beobachtet zu werden. Kurz darauf bewegt sich einer der Bäume, eine alte Eiche, und spricht mit euch. Ich bin Leshy, der Wächter dieses Waldes, und ich mag Eindringlinge nicht. Doch bisher habt ihr Respekt gezeigt, also besprechen wir, wie ihr hier lebendig wieder herauskommt. Tatsächlich habt ihr Glück. Wir haben einen schurkischen Bugei, der sich an einem Ort versteckt, an dem wir ihn nicht folgen können. Ihr habt diese nützlichen Beine, die euch schnell an Orte bringen und offensichtlich keine Bedenken, an Orte zu gehen, denen ihr fernbleiben solltet. Also, was sagt ihr dazu, den Bugei zu jagen? Im Gegenzug werden wir euch auch mit einem Geschenk belohnen. Oder wir können euch alle töten. Beides ist uns recht. Joa, ein Leshy, ein Buga, was zum Teufel lauft so schnell könnt. Nun, der Baum sieht verärgert aus und euch ist etwas unbeklagt. Ich will nicht ein zu helfen. Es ist nur ein Baum, oder? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ha! Klar. Also, das sieht jetzt auch schön aus. Überhaupt nicht gespenstisch oder so. Vor allem die Katze hier auch und diese Eule oder was das für ein Vogel sein mag. Ich würde mal sagen, wir laufen nicht weg. Wir sind aber auch, also die bitten uns um Hilfe. Ich meine, man weiß bei so etwas natürlich nicht, sind das jetzt die Guten oder sind das die Bösen? Ein schurkischer Buga, ist der Buga der Böse oder ist der Buga der Gute? Weil die sehen ja jetzt auch nicht wirklich gut aus, ne? Und vor allem sagen die, die wollen uns einfach töten, aber vielleicht. Wir willigen trotzdem erstmal ein. Wir können ja immer noch mit gespaltener Zunge sprechen, ne? Weise Entscheidung, die für uns beide ein unerwartetes Glück darstellt. Dieser Bugel, von dem ich rede, ist ein verlorener Geist. Verwirrt, trotzig. Er hat seine Pflicht als Wächtergeist vergessen. Er hat seine eigenen Geistergefährten entweiht, macht sich toll und bösartig. So etwas können wir nicht dulden. Ich sage euch, wo er sich befindet. Beeilt euch. Der Leshy zeigt euch die Richtung an, wo er das Versteck des geflüchteten Bugai vermutet. Er übergibt euch außerdem ein Geschenk und ihr spürt, dass es mit einer Art Geistermagie verbunden ist. Oh, schön. Das sieht doch ziemlich gut aus. Wir haben Segen der Gesundheit. Dann gehen wir der Aufgabe nach. 7 XP, ein Forschungspunkt. Da unten müssen wir hin. Das ist ja gar nicht so weit weg. Wir haben noch 15 Runden den Segen der Gesundheit. Das heißt, ich warte, bis es jetzt hell wird. Genau. Warum haben wir eigentlich nur 6 von 6 Fortbewegungen? Wir haben zu wenig Nahrungsmittel. Das ist ja äußerst ungünstig. Das ist ja mal doof. Kann ich ja gar nicht so weit rennen, wie ich eigentlich will. Okay. Ich würde mal sagen, wir können da sogar hingehen direkt. Krass. Oh, hier ist so viel Zeug. Was haben wir hier noch? Bambus, würde ich mal sagen, ne? Okay. Ich würde mal sagen, wir sammeln hier mal ein bisschen Bambus. Wenn wir hier schon sind. Schilfrohr ist es ja, sorry. Schilfrohr, nicht Bambus. So, eine Runde Fleisch können wir uns auch holen. Wieso werden wir jetzt von Riesen angegriffen? Wo kommt die denn her? Okay, jetzt wird's wild. Level 26. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Worauf habe ich mich da denn eingelassen? Ich möchte die ungern im direkten Kampf
bezwingen, aber ich habe ja keine Wahl, ne? 57 Damage macht der schon mal direkt. Also mit Gegenangriff, Gegentaktik, sowas, das kann ich alles vergessen, das bringt uns gar nichts. Also wir müssen Verbündete, wir müssen wenige Leute aufs Feld werfen und die dramatisch schützen. Also, drei Aktionen haben wir jetzt. So, ich muss nachdenken. Oder wir werfen alle auf erste Aktion. Wie viele haben wir denn, die gute erste Aktion haben? Nicht viel, leider. Wir haben leider nicht viel. Wir können 4 Leute nach vorne. Ne, 5 Leute können wir nach vorne werfen. Okay, doch, das ist okay. Das ist okay. Wir können 5 Leute auf erste Aktion setzen. Das heißt, schlauerweise spiele ich jetzt irgendjemanden raus, der schon mal... Also, wir müssen jetzt überlegen. Gut überlegen. Also, wir brauchen auf der ersten Aktion so viele, dass wir 184 Damage machen. Und danach jemanden hier auf diesen Positionen. Die ich jetzt rausspiele, werde ich nicht mit erster Aktion nach vorne ziehen. Das müssen wir jetzt bedenken. Also, nach vorne kriegen wir... Wir haben einen mit Stufe 3, und zwar Virtuous Lover. Die sollte man auf jeden Fall nach vorne ziehen. Die macht 20 Schaden. Dann sind wir noch bei 164. Wir sollten auf jeden Fall Borsimir nach vorne werfen. Der macht 51. Sind wir, was habe ich gesagt, 164, sind wir noch bei 111. So, dann haben wir noch hier Stufe 4, 111 minus 32, macht noch 79, immer noch ziemlich viel, immer noch ziemlich viel. Aber das kriegen wir nicht hin, mit einem Angriff, das Blöde ist, die sind alle hier, ne, die sind leider alle hier hinten, die wir haben. Die richtig krassen, die richtig stark sind. Okay, also. Gut, es ist also mehr oder weniger egal, wen wir rauswerfen, weil das Blöde ist, wir hätten eigentlich neu mischen sollen. Das wäre vielleicht smart gewesen. Das wäre vielleicht ziemlich smart gewesen, hätten wir vielleicht noch ein paar stärkere hier drüben gehabt. Aber wir können ausreichend schützen, was hier gleich kommt. Also ich brauche hier jetzt erstmal jemanden, der im Zweifelsfall was einstecken kann. Den werfen wir nicht nach vorne. So, im Zweifel einstecken kann Mira. Die kann gut was einstecken, die teilt halt nicht so viel aus. Die werfe ich jetzt erstmal da vorne hin. So, erste Aktion. Hier, Verbündeten schützen auf jeden Fall. Definitiv. Mira kriegt erstmal ordentlich Schutz drauf. Okay, eine Aktion habe ich noch. Und zwar... Ich habe keine Ahnung, wen ich da jetzt am besten hinwerfen sollte. Bretka ist halt mega riskant. Bretka ist Sammlerin. Im Zweifelsfall, wenn wir Bretka verlieren, ist nicht so schlimm. Ha! Keine Ahnung, ey, ehrlich gesagt. Achso, wir haben ja nur zwei so dicke, ne? Wir haben hier noch diese Wildfrau. Okay, die sind nicht ganz so krass. Ah, die machen trotzdem auch genug Damage. Die machen auch genug Damage. Okay. Der wird natürlich zur Bedrohung. Früher oder später. Früher oder später. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich sie nach vorne werfen, weil sie ordentlich einstecken kann. Oder wir schützen halt Bretka erst noch ein bisschen. Dobrosulka kann aber auch ganz gut was einstecken. Das heißt, das sollten wir vielleicht auch ausnutzen. Ja, das könnte man auch ganz gut ausnutzen, ne? Ja. Wir dürfen auf jeden Fall keine Leute verlieren. So, das ist das Wichtigste. Also, alle aufs Feld verbünden und unterstützen. Das ist natürlich noch eine Idee, die wir nochmal machen können. Das könnte am Ende tatsächlich sogar noch was ausmachen. Das könnte am Ende sogar noch den Unterschied machen, womöglich. Ja, mal sehen. Mal sehen. Okay,
erstmal alles. Ist ja egal, was da kommt, ne? Eigentlich ist egal. Nee, 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 lieber was vorher raus. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott. Also der macht halt Damage, den will ich eigentlich auf dem Feld haben. Aber halt so, dass er auch nicht stirbt möglichst. So. Sie macht halt 21 Schild. Dadurch könnte ich natürlich Bretka noch super schützen. Aber ich brauche sie eigentlich hier als Attackengeberin. So. Was haben wir denn hier? Janka. Janka werfe ich ins Feld. Die muss attackieren. Janka muss auf jeden Fall attackieren. Okay. So, gucken. Gucken wir mal, was da jetzt ankommt. Okay. So. Jetzt sind alle Trümpfe gespielt. Wir müssen 184 Schaden machen. Also im Zweifelsfall den letzten einfach nach vorne ballern. Also, wer macht denn jetzt hier am meisten Schaden? Ich glaube, der Elfenwanderer und Borzimir, die machen am meisten Damage. So, die haben aber leider nicht am meisten Rüstung, weswegen ich die nicht nach vorne schieben würde. Also nicht hier direkt hinschieben würde. Würde ich erstmal vielleicht Vlada hinsetzen. Das ist, glaube ich, keine so doofe Idee. Setzen wir Vlada hier hin. Und die schieben wir nach vorne. So, haben wir erstmal Puffer. 32. 32, so. Borzimir muss auf jeden Fall raus. So, Borzimir kriegt auf jeden Fall. Warte, macht. Also, warte, was haben wir? 32? Mit ihm hätten wir. Oh, ich muss das durchreden. Zu viel Panik. 32, 83. Plus ihn wären nochmal 33. Also 116. Und dann könnten wir noch eine Person nach vorne ballern, ne? Ja. Sie vielleicht. Die macht 13. Nee, nee, nee. 116. Hier. 136. Das ist doof. Dann fehlen uns immer noch 40 Schaden. Ja, okay. Das heißt, das kriegen wir sowieso nicht hin. Okay. Da wir dann sowieso nicht genügend Schaden machen, ist es eigentlich auch echt egal. Dann ist es wahrscheinlich tatsächlich sinnvoller, alles rauszuwerfen, was wir haben. Würde ich mal sagen. Okay, also Borzimir auf jeden Fall. Ja, Irina müssen wir eigentlich echt nutzen, ne? Aber nicht so. Irina unterstützt. Oder? Moment mal. Ah, der Goblin-Reiter, den will ich eigentlich auf dem Feld haben. Irina will ich aber eigentlich auch auf dem Feld haben. Und Irina kann dann mit der ersten Aktion, also, doch, die will ich eigentlich beide auf dem Feld haben. Das geht so nicht. Okay. Okay. So. Überlegen. Also. Erste Aktion, Borzimir. Flup. Der geht auf jeden Fall nach vorne. So. Miroslava geht auch auf jeden Fall flupp nach vorne. Oder auch nicht. Doch, die müssen nach vorne. Wir müssen da vorne richtig Rambazamba machen. Wir müssen den da vorne auf jeden Fall plattwalzen. Es geht nicht anders. Wir müssen da vorne auf jeden Fall. Ach, Moment, das geht ja doch vielleicht noch, ne? Moment, wir kriegen ja alle drei. Nee, zwei kriegen wir noch nach vorne. Wenn ich das jetzt so mache und so mache, so, dann sagen wir hier erste Aktion.
Okay. Dann sage ich hier erste Aktion. Ich probiere es jetzt einfach. Ich meine, es werden auf jeden Fall Leute drauf gehen. Also auf jeden Fall Leute verletzt werden. So, und jetzt ist nur die Frage, Bona müssen wir halt. Ich werde Bona einfach opfern. So, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber vielleicht reicht es tatsächlich. Weil ich habe mich ja eben verzählt gehabt, was die Menge an Leuten hier angeht, die wir hatten. Ja, nee, es reicht leider nicht ganz. 11 Schaden hat er. So, und tschüss. Schon mal gleich eine ausgeschaltet, ey. Das ist richtig krass. Ey, geil. Okay, das ist natürlich gut. Den ausgeschaltet. Okay, den Dicken haben wir ausgeschaltet schon mal direkt. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Das hilft uns extremst weiter. So. Okay, mit einem Schaden, aber zum Glück kann Borsi mir ja direkt den nächsten Schaden auf den nächsten noch drauf verteilen. So, der ballert hier drauf, aber da sind wir vorbereitet. Aber die machen halt alle gar keinen Schaden mehr, ne? Okay. Ist aber in Ordnung. Eine zufällige Karte ablegen. Wie sieht es denn aus? Haben wir hier genug Schaden auf der linken Seite? Ja, das ist okay. Das können wir machen. Würde sagen, werfen wir direkt Irina raus und Borsimir raus. Direkt die fetten Attacken nach vorne werfen. Direkt die fetten Attacken hinwerfen. Okay, so, die wird schon mal weggeballert. Null Problem. Sehr klar war. Wie viel eine Aktion? Dann setze ich Ivana dahin. Die hat nochmal ordentlich Rüstung. Okay, wir gewinnen's. Und es ist noch keiner von uns. Doch, einer ist gestorben. Ich glaube, unsere Heilerin ist gestorben. Jetzt wird Ivana. Okay. Okay. Das ist okay, wenn der jetzt seine Aktion nutzt, um zu verwirren. Nehme ich das mit. So, ich weiß nicht, wie viel wir an Angriff brauchen, aber ich nehme alles mit. Ich nehme auch die hier noch mit, weil die sich vielleicht noch heilen können, aber die werden wahrscheinlich gar nicht mehr zum Angriff kommen. Das war doof, hätte ich andersrum machen sollen. Egal, was soll's. Ist egal, die kommen eh nicht zum Angriff dann. So, weg damit. Ja, das ist in der ersten Runde schon gleich erledigt. Huh, wir waren siegreich. So. Okay, also Vlada und Bretka sind beide ziemlich hops gegangen. Ah, eine Lebenswurzel haben wir gekriegt. 2 XP nur? Ist das deren Ernst? Die alte Gurz. 4 Schaden. Das ist ja lächerlich. Was haben wir hier für eine geile Rüstung? 12 Rüstung, ja, okay. 10 Fernkampfschaden, natürlich ganz geil. Und das Altholz, das hatten wir ja schon mal, ne? Knochensplitterrüstung, ja, komm. Jetzt halt. So. Okay, es ist zumindest keiner gestorben. Wir sollten da noch bleiben, solange die beide noch verletzt sind. Alter, minus 8, ey. Oh, minus 8 ist natürlich richtig krank. Vlada und Bretka. Aber wir haben ja Heiler dabei. Wir haben ja Heiler dabei. Und wir haben auch noch Kräuter, möchte ich meinen. Wir haben auch hier Kräuter. Dorfübersicht, ja, genau, das wollte ich nicht. Hier Inventar. Wir haben noch 102 Kräuter. Okay, gut. Ja, wenn wir Glück haben, dann kommen wir ganz gut voran. Die haben so geile Sachen hier schon alle, ne? Mäulchen, Fernkampfschaden, okay, das ist natürlich ein bisschen lahm im Endeffekt, aber die haben ja alle so krasse Sachen schon. Okay, die kann im Moment nichts tragen, du kannst aber was tragen. Ach so, nee, das ist ja hierfür, das ist ja ein Artefakt für da oben. Aha. Nicht wahr? Ja, das ist für da oben. Ist das unsere Heilerin? Das ist unsere Heilerin. Kann leider das Ganze nicht tragen. Was machen wir da? Kriegt es auch wer anders? Na, kriegst du das jetzt, ne? Kannst du ein bisschen heilen? Heilkundler. Wir brauchen viele Heilkundler jetzt. Oh, schon wieder eine Begegnung. Hä? Ihr jagt den Bugalschurken und findet ihn in Begleitung einiger geflügelter Frauen. Ich habe doch noch gar nicht angefangen damit. Moment mal. Okay, ich weiß Bescheid, alles gut. Höchstwahrscheinlich Winddämoninnen, klar, warum auch nicht? Und einiger Zapflinge in verschiedenen Formen und Größen, einschließlich Tannenzapfen, Pilze, Kastanien und laufender Zweige mit menschenähnlichen Gesichtern wieder. Diese seltsame Menagerie trägt einige Topfpflanzen und junge Baumsetzlinge bei sich. Sie haben auch einen großen Weidenkorb in einem dunkelroten Farbton und mit einem metallischen Geruch.
Der Bugai, der die Gestalt eines älteren, bärtigen Mannes hat, mit Zweigen anstelle von Haaren und Baumrinde als Haut, spricht: Was wollt ihr von uns, Fleischkreatur? Nun, um ehrlich zu sein, bat uns euer ehemaliger Schöpfer, ein ziemlich furchteinflößender Leishi, euch zu töten. Und nichts, wir haben lediglich eure Anwesenheit bemerkt und uns gefragt, was ihr hier tut. Ein alter Leishi scheint sich um euer Wohlbefinden zu sorgen, bat uns, um darin zu kümmern. Ich bin ehrlich. Ah, der alte Strumpf schickt uns ein paar fleischige Lakaien auf den Herz. Pah, als ob ihr uns töten könntet. Kein Grund zur Hürde sein. Wir könnten stattdessen reden. Finde ich gut. Wir sind Dämonen des Waldes und nun noch stärker ungebunden und frei. Ihr denkt, ihr könnt euch uns in den Weg stellen. Okay, der Angriff wäre auf jeden Fall ziemlich läppsch. Aber ich möchte weiter quatschen mit denen, ist ja klar. Wir haben einen Weg gefunden, um frei in jedem beliebigen Wald zu leben, um Energie von anderen Lebenskräften zu beziehen. Ihr spürt, wie euch ein Schauer über den Rücken läuft, während euch alle Dämonen belustigt anblicken. Frech. Da ihr nun drüber nachdenkt, ist der Weidenkorb groß genug für mehrere Menschlinge. Eine andere Lebenskraft. Ist das der Grund, weshalb euch der Leishi so Geheimnis verraten, oder? Ja, wir fragen mal. Ja, eure Befürchtungen sind korrekt. Wir nähren uns nun von dem Fleisch und dem Blut eurer Art. Und aus diesem Grund bezeichnen uns der Leishi als Abscheulichkeiten. Doch bevor ihr eure Mistgabeln hervorholt, wir müssen das nicht so oft machen. Ein paar Menschlinge pro Jahr halten uns am Leben. Einige mehr würden uns zusätzliche Kraft verleihen. Was hält euch ab 100... dadurch fühlen wir uns nicht gerade besser? Wahre Macht? Nee, danach frage ich nicht. Nun sicher, wir können einen Amoklauf vollziehen und noch mehr Macht erlangen. Wir sind jedoch nicht dumm. Thea ist schwach. Okay, das ist eher die Antwort auf die andere Frage, ne? Thea ist schwach und stolpert. Wir können unsere Nahrungsquelle nicht erschöpfen. Okay, schlau sind sie, ne? Seht ihr, wir sind keine blutrünstigen Unholde. Wir nehmen uns nur so viel wir brauchen. Und wir versuchen nur diejenigen zu nehmen, die bereits schwach sind und im Sterben liegen. Oder jene, die zuerst angreifen. Nun, das ist schändlich. Ihr müsst sterben. In Ordnung. Nun, schwierige Situation, ne? Ist ziemlich schwer für uns, das einfach durchgehen zu lassen. Ja, ne? Ah ja, vielleicht, weil ich zu sehr entgegenkommt. Ich bin es nicht gewohnt, mit euch Menschen zu sprechen. Nun, wir können kämpfen oder ihr könnt einfach gehen. Ja, wir gehen einfach. Ein Handel! Also soziale Herausforderung. Wir wackeln die, uns nie wieder anzugreifen. Oder wir machen sie einfach platt. Ich bin halt so ein Pazifist, ne? Ich könnte einfach gehen, aber dadurch ist nichts geholfen. Also wir reden mal mit denen. Ah, der Bugai, mit dem können wir reden. Ja, komm. Mit dem möchte ich quatschen. Mal gucken, was der so Soziales alles drauf hat. Wir haben nicht so viel Sozial drauf. Der ist auch nicht sonderlich sozial drauf, glaube ich. Was? Nicht sozial drauf? Hast du das wirklich gesagt? Ja, sorry, habe ich. Tut mir leid. Das sehe ich auch so. Sind die anderen hier sozial engagierter? Okay, die gefräßige Krähe ist... die Vila, die ist sozial ein bisschen besser drauf. Okay, aber ansonsten ist das alles relativ lächerlich hier. Ja, ist das jetzt echt ernsthaft? Ist das euer Ernst oder was? Die Krähen machen null Schaden. Ist ja lächerlich. Komm, wir machen einmal Gegentraktik. Oh, okay, da haben wir richtig viel erwischt. Okay, ich mache mir da jetzt echt keine Sorgen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Kampf. Das ist relativ Bibifax. Relativ simpel, möchte ich mal meinen. Hallo, Attacke bitte. Sorry. Hä? Was? Klar, geht da auf den drauf. Die Krähe mit einem Leben. Boah, das war's. Okay. Nun, ihr scheint besser ausgerüstet zu sein als wir. Und es gibt einige von euch hier draußen. Mir gefällt der Ärger nicht, den das hier mit sich bringen würde. Wir werden euch einen unserer Zapflinge überlassen. Sie will unsere Gemeinschaft sowieso verlassen. Dem kleinen, empfindlichen Sensibelchen gefallen die Blutrituale nicht.
Und wir würden etwas seltenes Holz hinzugeben. Wir werden uns dann von eurem Dorf entfernen. Doch seid vorsichtig, wenn wir uns erneut treffen sollten, wird es zu einem Kampf kommen. Okay. Sterbt einfach. Kriege ich jetzt einen Zapfling in... Ich krieg einen Zapfling in mein Team. Ja. Ja, geil. Okay, komm, zeig her, was bist du für einer? Was kann der? Klasse Geist. Okay, Geist ist natürlich richtig cool. Klarer Verstand. Wird vor der letzte Karte gesetzt. Ah, okay. Das ist also wie Stichschaden. Okay, coole Sache. Ein Zapfling tritt hervor und nimmt die Gestalt eines Menschlings in der Größe eines Kleinkindes an. Mit einem Tannenzapfenhut, Umhang aus Eichenlaub und einem hölzernen Körper. Juhu, danke. Och, das ist süß. Ja, den nehmen wir mit. Okay, alles richtig gemacht. Da oben ist das aufgetaucht. Warte mal. Da oben? Da oben? Was haben wir da? Da hatten wir ja gar nichts mit zu schaffen eigentlich. Wieso sind die da oben? Okay. Das heißt aber, wir können auf jeden Fall noch hier bleiben, solange wir noch alle heilen müssen. Noch heilen alle, ne? Noch heilen alle. Ich hoffe, die heilen auch noch weiter. So, ein Diamantauge wird noch gemacht. 4 Bernstein-Runensteine. Machen wir noch. Ich kann noch mal gucken, was wir an weiteren Artefakten noch mal schnell zurechtzuppeln können. Hier, was machen wir eigentlich, wenn wir hier einfach so einfach pur alles aus Eisen reinballern? Also mal, selbst das macht noch 7? Selbst das gibt noch 7 Krams hier? Es gibt nur 8, okay, das ist dann schon relativ uninteressant. Es gibt auch nur 7, die hölzerne Puppe. Aber selbst mit Eisen einfach 7. Ja, okay, komm. Ist ja richtig krank. So. Ich glaube, das habe ich ein bisschen zu weit hochgeschoben. Diese Eisenmasken. Okay. 8 Stück. Her damit. Nächste Runde. So, wie sieht's aus mittlerweile mit der Heilung? Bretka ist wieder auf dem Damm. Geht voran. Ich würde sagen, wir geben nochmal eine Runde. Und dann erkunden wir mal hier das Ding. Wir durchsuchen die Ruinen. Oh, eine alte Siedlung. Die rostigen Eisentore sehen bedrohlich und gruselig aus. Ja, das klingt gut. Okay, es wird nur ein einfacher Kampf. Hm, schade. Ihr streunt durch die Ruinen dieser alten Siedlung und steht plötzlich in etwas, das einst ein Friedhof gewesen sein könnte. Bevor ihr euch zurücksehen könnt, seht ihr, wie sich die Toten in Skelettgestalt ergeben und angreifen. Schade. Ich dachte jetzt, wir könnten jetzt ein bisschen Rambazamba machen und die einfach ausräumen, aber das scheint nicht so einfach zu sein. So, Ivana, wir brauchen ordentlich Schutz. Okay, der untote Leichnam, der schlägt zu, aber der schlägt nicht lange zu, der ist gleich erledigt. Der ist gleich erledigt. So, Vlada. Ich mache das immer so, ne, damit, falls sie einen verwirren, dann verwirren sie den zweiten. Okay, es ist auch... Oh, jetzt kommt das Skelett, jetzt wird's böse. Aber das geht, der erste killt direkt da, zweiter da, zack, boom. Also ist im Moment kein Drama. Das geht relativ entspannt. Den Elfenwanderer hauen wir noch raus, dann hauen wir Mira noch raus. Passt. Bretka muss ich gar nicht in den Kampf schicken. Die kann sich entspannt zurückhalten. So. Ja. Der Zapfling. Den Zapfling muss ich noch ausrüsten. Aber dazu brauchen wir erst noch ein paar Waffen. Aua! Au, das hat wehgetan. Ist ja frech. Das hat wehgetan jetzt. Er ist ja wohl frech. So, ich könnte noch Leute verwirren, brauchen wir aber nicht. Das sollte so gehen. Immer gut, wenn man noch was in der Hinterhand hat, ne? Mhm. Ja. Das sieht recht gut aus, möchte ich mal sagen. Und tschüss. Okay, das war sehr entspannt. Ah, wir kriegen hier so einen komischen Knüppel, den brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Das Schwert brauche ich auch nicht. Ich meine, ja, Waffen. Oh, wir haben einen Treboslava ist verwundet. Okay. So, wir können uns noch 4 Felder fortbewegen. Wohin gehen wir?
Also, Schlagholz oder Kohle holen, ne? Kohle könnten wir noch gebrauchen wieder, weil ich jetzt relativ viel schon an Kohle verheizt habe. So, wie weit? Kommen wir hier? Oder soll ich nochmal irgendwo hier anders hin? Wir haben Spinnenseide noch nicht mal freigeschaltet? Echt? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Wir warten jetzt hier auf die Drachenknochen, oder? Oder soll ich auf Spinnenseide warten? Ich könnte auf Spinnenseide warten. Haben wir tatsächlich gar nicht so viel dann, ne? Hm. Ja, mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich gehe aber auf die Drachenknochen, weil die finde ich das sinnvoller. Überlegen wir uns in der nächsten Folge. Ich gehe mal kurz. Ah, das sind 4 Punkte, das sind 2 Punkte, das sind 4 Punkte. Das sind alles. Das ist alles doof. Wo können wir denn hier vernünftig hingehen? Gehen wir da mal hin. So, dann machen wir hier ein Camp. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und starten gleich die nächste.